Aber in normalen demokratischen Umständen ist ein Schwindel noch nie so perfekt inszeniert und indoktriniert worden wie dieser hier. Ich denke, wenn es schief geht, erleben wir gerade die Vorstufe zu irgendeinem autoritären Regime. Keine Diktatur, keine Militärdiktatur, es wird keine KZs geben, da muss ich meine linken Freunde furchtbar enttäuschen, niemand wird eingeliefert. Aber die Entwicklung läuft auf eine uniformierte Gesellschaft. Ist es Ihnen aufgefallen, dass die Klimakatastrophe zurzeit offenbar aussetzt, Ja, nicht? Und klar, nicht? glaube nicht mehr so wichtig, ne? Ist irgendwie vorbei gerade. Aber Wie der auch immer. Faschismus ja viel näher vor der Tür Ganz steht. genau. Ja, Es genau. klingt, ist nicht mehr die große Bedrohung. Es ist jetzt der Faschismus. Und das ist wunderbar. Das ist natürlich endloses Wasser auf die Mühlen der Ampelkoalition. Herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden und hoffentlich auch amüsanten Folge Marc spricht mit Hendrik Broter und Reinhard Mohr. Wunderschönen guten Tag, die Herren. Hallo. Grüß Gott, Shalom allerseits. Sehr schön, sehr schön. Ich finde Ihre Brille schon mal großartig. Die sieht sehr, 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 sehr urban und modern aus. Wir merken also, Sie sitzen in Berlin. Und Berlin ist ja ein turbulentes Plätzchen. Vielleicht haben Sie eine kleine Geschichte aus Berlin der letzten Tage, die Zuschauer unterhalten würde. Gibt es irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist in der Hauptstadt der Irrenanstalt? Ich habe die letzten 3 Tage das Haus nicht verlassen, wegen dieser Brille, weil ich sie ungern wieder bei Aldi los würde, wie es mir schon gelegentlich mit anderen Sachen passiert ist. Nein, also so richtig Neues ist mir nicht eingefallen, außer dass diese Stadt ein Versuchslabor ist, um Autofahrer am Autofahren zu hindern. Und das wird konsequent hier durchgeführt. Es gibt Dutzende von Baustellen, die aber eigentlich nur Stellen sind, weil nicht gebaut wird, aber perfekt eingerichtet. Und wenn es so einen Slalomwettbewerb hier gäbe, wäre das der ideale Ort, um ihn auszutragen, und zwar im Auto. Es ist Absicht, das ist kein Zufall. Die Und Sie haben ja wollen. schon, Sie haben ja schon eine Skibrille dazu, Herr Broder. Ja. Mir Ja, fehlen sehr nur noch schön. die Scheuklappen um den Berliner, um Ja, den man Berlin. kann es ja kaum noch ertragen, denke ich mal, was aktuell passiert. Und ich möchte Sie ganz kurz, weil Herr Mohr ist ja zum ersten Mal bei mir im Kanal, kurz vorstellen. Herr Mohr, Sie sind studierter Soziologe, arbeiteten für die Taz interessanterweise. Ich weiß, in der Jugend ist man immer links, ne? Und umso älter man wird, da wird man immer ein bisschen realistischer und weiß, dass es doch nicht funktioniert mit Marx und Co. Dann waren Sie beim Stern, FAZ, Spiegel und natürlich Autor für die Welt am Sonntag aktuell und sogar die NZZ. Und Sie haben natürlich mit Henrik M. Broder zusammen das großartige Buch geschrieben, Durchs irre Germanistan. Über das möchten wir heute auch sprechen. Und ich kann jedem Zuschauer dieses Buch ans Herz legen. Ich habe es mit großem Genuss gelesen. Es ist wirklich eine Offenbarung. Ein Spiegel-Bestseller, völlig zu Recht. Und den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Also eine ganz klare Leseempfehlung. Und Herr Broder, ich glaube, Sie muss ich gar nicht vorstellen. Unser letztes Video ging ja wirklich viral. Es war Slapstick, haben viele gesagt. Es war herrlich. Viele haben gefordert, dass wir das öfters machen sollten. Also Broder und Friedrich war erfrischend. Hat fast 700.000 Aufrufe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen hier oben. Wem langweilig ist, wer depressiv ist, der hat einiges dann zum Lachen. Danach ist die Stimmung garantiert besser und man hat natürlich viel zum Nachdenken, weil wir an der Weisheit von Herrn Broder teilnehmen durften. Genau, also fangen wir mal kurz zur aktuellen Status Quo-Lage an in Deutschland. Was momentan ganz wichtig ist, natürlich, wir haben Demokratiefördergesetz, wir haben den Digital Service Act, wir hatten die Geschichte mit Korrektiv, was Millionen von Menschen auf die Straße getrieben hat gegen Rechts und gegen Rechtsextreme. Jetzt kommt auf einmal heraus, dass die Geschichte von Korrektiv doch nicht ganz so ist, vielleicht wie sie scheint oder wie sie kommuniziert wurde. Und wir haben eidesstattliche Versicherungen gesehen, erst von Teilnehmern, jetzt sogar von Korrektiv. Was glauben Sie denn? Wer lügt denn nun und wer sagt die Wahrheit? Das ist sehr schwierig zu beurteilen, weil in diesen Zeiten liegen Lüge und Wahrheit sehr dicht beieinander. Aber was man jetzt schon sagen kann, und ohne Übertreibung möchte ich betonen, ich habe es schon am ersten Tag gewusst, mich aber nicht getraut, es laut zu sagen, es ist ein Theaterstück. Und nicht zufällig ist es als Theaterstück auch aufgeführt worden, wobei ich mich dann gewundert habe, wie kriegen die in 3 Tagen ein Theaterstück hingeschrieben? Und wie kriegen die es auf die Bühne? Man muss den Spielplan ändern, man muss die Requisiten besorgen. Das ging alles im Nu. Also es war natürlich eine Inszenierung. Und ich glaube, dass Korrektiv wirklich einen Haufen von Desinformanten darstellt, von Leuten, die Falschinformationen verbreiten, sich aber rechtlich so absichern, dass es als Meinung durchgeht. Also sich ein geniales Prinzip.
Und die stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv, die früher übrigens auch Schande bei der Welt war, sie hat in einer Fernsehsendung beide Hände geschworen, gehoben und geschworen, dass sie kein Geld vom Staat bekommen. Nun ja, vielleicht sind die Ministerien inzwischen auch NGOs in Deutschland. Jedenfalls von dort regnet sehr viel Geld auf Korrektiv herab. Und für mich ist es die neue Ausgabe von Münchhausen oder von Felix Krull. Nein, Felix Krull ist es nicht. Das ist anspruchsvolle Literatur. Aber die könnten heute den Hauptmann von Köpenick wieder aufführen und alle Leute würden glauben, er ist tatsächlich ein Hauptmann. Eine Uniform genügt. Und bei Korrektiv genügt der Vorsatz, Hass und Hetzer zu verfolgen. Ja, also stimmt tatsächlich. Korrektiv hat nachweislich 2,5 Millionen Euro bekommen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Das werde ich euch auch gerne hier oben verlinken und auch unten in den Shownotes. Ganz wichtiges Thema. Und ich bin bei Ihnen, Herr Broder. Ich denke auch, es war eine Schmierenkampagne. Vielleicht, ja, weil die Regierungspartei nicht die Demokratie schützen wollte, sondern die Ampelregierung, weil sie gemerkt haben, dass die Wähler ihnen langsam sozusagen abtrünnig werden, weil sie auf einmal andere Parteien wählen wollten. Nicht nur die AfD, sondern auch andere Parteien, die neu entstanden sind. Und da wollte man wahrscheinlich dann einen Riegel vorschieben. Herr Mohr, was ist denn Ihr Eindruck von dem Korrektiv? Sie sind ja auch Journalist, es sind ja praktisch auch fast Kollegen. Was sagen Sie als objektiver Journalist der alten Schule noch, was die Kollegen da veranstaltet haben? Ja, ich habe mich nur gefragt, was wäre denn gewesen, wenn Korrektiv da gar nicht gewesen wäre? Sie haben ja offenbar das Klandestin vorbereitet. Wären dann auch diese Demonstrationen in Hamburg, Berlin und Frankfurt so riesig groß gewesen? Für mich bleibt ein Rätsel bis heute, wie innerhalb von Tagen oder ganz wenigen Wochen so eine riesige Laola-Welle durchs Land schwappt, wo alle mitmachen, nicht nur die Omas gegen rechts, sondern jetzt auch bei der Berlinale die halbnackten Jungschauspielerinnen, die sich eine Kette Fuck AfD, wobei das U weggelassen wird, in Silber, eine habe ich so gesehen, mit nackten Schultern, wunderbare Figur, präsentieren und dann glauben, sie hätten was getan. Jetzt hat ja auch noch die Deutsche Bischofskonferenz sich angeschlossen in dieser Einheitsfront und hat die AfD sozusagen völlig ins Abseits gestellt, als unwählbar, aus welchen Gründen genau auch immer, und gesagt, sie haben längst den Boden sozusagen der Menschenrechte und der menschenwürdigen Existenz verlassen. Es gab es noch niemals in der Bundesrepublik, dass die katholische Kirche, die Bischofskonferenz, einstimmig eine Partei, die wie auch immer man sie findet, im Parlament, im Bundestag, im Landtag vertreten ist, so komplett als unwählbar für Christen darstellt. Das selber ist eigentlich auch schon wieder unchristlich, weil selbst der schlimmste Sünder seit Jesus Christus Anspruch hat darauf, als Mensch ernst genommen zu werden. Also für mich als Soziologe ist es nach wie vor noch eine Doktorarbeit wert, wie es passieren konnte, dass Hunderttausende unter diesen Parolen Bund statt Braun und vielen anderen plötzlich auf die Straße gehen und zugleich AfD mit NSDAP offenbar gleichsetzen. Also als sei Björn Höcke der neue Hitler und ich weiß nicht, wer dann Goebbels sein sollte, vielleicht Alice Weidel in diesem Fall weiblich und lesbisch. Also es ist eine wahnsinnige Halluzination, eine Wiederkehr, die ich mir wirklich so schwer erklären kann. Ich denke nur, dass diese Laola-Welle, wie alle Laola-Wellen ja auch im Fußballstadion, irgendwann aufhören. Jetzt merkt man schon, es schwappt etwas weniger über die Bühne und die Umfragen zeigen ja, dass die AfD zwar ein paar Prozent verloren hat, aber wahrscheinlich eher wegen Sarah Wagenknecht als wegen der Demonstrationen. Und auch nicht wegen der Bischofskonferenz. Genau. Und der Punkt ist ja nur, dass diese Demonstrationen letztlich in einer Riesenblase stattfinden. Die ist jetzt größer als die anderen kleinen Blasen. Aber sie betrifft oder berührt ja nicht die Leute, die irgendwie in der Oberpfalz wütend sind über Rot-Rot-Grün. Und genau. Müsste vielleicht die Bischofskonferenz an diesen wunderbaren Satz erinnern, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eigentlich, ich bin ja keiner, aber Christen sollten sich daran halten. Es gibt viele gute Gebote im Christentum. Die Bergpredigt ist ein wunderbares Dokument der Menschen- und Nächstenliebe. Wenn die Deutsche Bischofskonferenz so einen Zirkus macht, dann verrät sie sich selber. Aber ich glaube, das hat sie schon längst getan. Ich wollte noch zweierlei ergänzen. Gerne. Ich habe wie immer beim Autofahren Radio gehört, RBB Info Aktuell, und bin wirklich, ich schwöre es, fast gegen einen Baum gefahren, weil es ein O-Ton gab aus der Sitzung des Brandenburger Landtages.
Und da hat ein linker Politiker, ich glaube der Fraktionschef der Linken, dessen Namen ich vergessen habe, der hat der AfD zugerufen: Sie reden wie die Nazis, Sie denken wie die Nazis und am Ende werden Sie auch handeln wie die Nazis. Er sagte sogar NSDAP, um es präziser zu fassen. Ich meine, auf die Idee zu kommen, auf diese Idee kommen immer mehr Leute, AfD gleich NSDAP. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich habe eine Idee, die klingt absurd, aber ich bin trotzdem sicher, dass sie stimmt. Wer heute die AfD mit der NSDAP vergleicht oder sogar gleichsetzt, hat ein Projekt. Er arbeitet an der Rehabilitierung der NSDAP. Und das finde ich ganz seltsam. Ich kann es nicht erklären, aber alles spricht dafür, dass es so ist. Wieso will eine Generation, die schon 80 bis 100 Jahre nach dem Regime der Nazis auf die Welt gekommen ist, wieso hat sie so ein Bedürfnis, die NSDAP zu rehabilitieren? Vielleicht müssen Oma und Opa, in dem Fall inzwischen sogar Uroma und Uropa, rehabilitiert werden. Aber irgendwas an dieser Nazi-Klamotte wühlt und rührt, ich würde beinahe sagen, brodelt in diesen jungen Menschen, dass sie dazu bewegt. Ein einzigartiges Phänomen. Und ich glaube, irgendwas ist an der Nazi-Bande sexy. Wirklich, irgendwas muss es sein. Ein Hotel in einem Bad, Bad Brennecke, glaube ich, ein altes Hotel hat wieder aufgemacht und wirbt damit, dass Hitler in diesem Hotel mal abgestiegen ist. Und man will dieses Hotel zu einem Ort der Begegnung machen. Und ja, es ist so irre. Absolut. Und ich denke, es ist wirklich krank. Und seien Sie nicht böse, aber ich glaube, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung Hitler krank ist. Adi hält uns immer noch an der Kehle, lässt uns nicht los. Und wir schnappen nach Luft. Und das hört sich immer wie Heil Hitler an. Es ist so irre, dass Leute mit Hakenkreuzfahnen aufmarschieren gegen Rechts, gegen Faschismus. Und diese Hakenkreuzfahne ist dadurch verfremdet oder entfremdet, dass das Hakenkreuz durchgestrichen wurde. Aber fuck you, es ist immer noch das Hakenkreuz. Ja. Ich kann mir das nicht erklären, aber für Erklärungen sind andere zuständig. Wir beiden sind die Lokalreporter, wir sind Mülleinsammler. Aber sie sind wie pornografische Elemente, das Ganze. Also da ist auch so eine Angstlust dabei. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist irgendwie fuck Nazi. Und das ist irgendwie so eine erotische Dimension offenbar, die die Leute eine Gänsehaut so bekommen lässt. So meinen die das? Ja. Jetzt verstehe ich es erst. Die wollen mit in die Kiste springen. Ja. Das ist wie eine Ganzkörpermassage. Ja. Sex mit Gefreiten. Oh mein Gott, die Bälle kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Nein, aber ich glaube, es ist wirklich so. Es gibt ein paar Passagen bei Wilhelm Reich, der die erotische Bedeutung des Hakenkreuzes erklärt. Ich will das an der Stelle nicht wiederholen, aber da könnte schon was dran sein. Und wer das Hakenkreuz heute malt, muss ja auch überlegen, wie war das mit dem Haken rechts, links? Also muss der richtig hinmalen? Ja, muss ich überlegen. Ich habe noch nie ein Hakenkreuz in meinem Leben gemalt, glaube ich. Ja, aber Nee, aber ich glaube, wo ich Ihnen helfen kann, Herr Mohr, ist natürlich, gibt es ein gutes Buch von Gustave Le Bon, und zwar Die Psychologie der Massen, weil es war eine Massenpsychose. Das hat angefangen meiner Ansicht nach schon während der Flüchtlingskrise, als da die Massen auf die Straßen gegangen sind, und dann Corona-Krise natürlich ganz schlimm, wo alle nur noch in eine Richtung gelaufen sind, und jetzt zuletzt natürlich gegen Rechts- oder Rechtsextremismus, und wir sind uns ja drei alle einig, natürlich sind wir auch gegen Nazis oder gegen Extremisten jeglicher Art. Ich bin gegen Klimaterroristen, ich bin gegen Religionsfanatiker, und ich bin aber auch gegen linke Extremisten, weil ich finde Extremismus immer schädlich für eine Gesellschaft. Der Diskurs sollte in der Mitte stattfinden. Aber was wir gerade erleben... Also das sind alle Selbstverständlichkeiten. Natürlich, aber man muss es ja in der Zwischenzeit sogar betonen. Ich glaube eher, dass die Ampelregierung, ich nenne sie nur noch die Hampelregierung, das wissen Sie ja, Herr Broder, dass die einfach versucht hat, diese Schmierenkampagne zu nützen, um sich wieder zu etablieren, um in den Umfragen wieder nach oben zu schnellen, weil man gemerkt hat, man hat den Anschluss an die Realität komplett verloren. Das beweist ja die Ampelregierung jeden Tag im Bundestag mit einer Politik, die kein Mensch mehr versteht. Ne? Also wir sehen ja die Wohlstandsverluste, wir sehen, Deutschland wächst immer schwächer, und die Reden von Habeck und Co. sind ja also wirklich auch Slapstick pur. Aber da sind wir schon beim Thema. Noch ein Thema zum Herrn Böhmermann, der hat ja sogar gefordert, was ich ja auch unmenschlich fand, man sollte Nazis keulen. Also das, ich meine nochmal, also ich bin ja kein Freund von Extremisten, aber dass man zu einer Art Keulen aufruft, finde ich schon sehr grenzwertig. Jetzt haben wir ja das Demokratiefördergesetz und auch den Digital Service Act der EU. Müsste jetzt nicht die Frau Faeser und der Herr Breton von der EU gegen Herrn Böhmermann vorgehen bei solchen Aussagen? Ja, selbstverständlich. Aber er hat sich herausgeredet damit, dass er meint, sich keulen heißt masturbieren. Wobei das sich
ja weggefallen ist in der Formulierung. Ah, aber wieder Fuck-Nazis, ne? Ja, das ist ja der Zusammenhang. Ja, Sie haben recht. Es hat, eine sexuelle Komponente. Also sozusagen einen runterholen. Ja. Nein, also ist Böhmermann holt sich einen runter auf Nazis. Also ist er ein kleiner Nazi. Genau. Also, ich meine, Sie scheuen jetzt an der Stelle das Wort Nazi-Wichser, oder? Aber ja, mich hat wirklich. Ich hab's verstanden. Mich hat wirklich schockiert als Kollege, dass sowohl bei Spiegel Online als auch bei T-Online, bei der Plattform, so berichtet wurde, als sei Nazi-Keulen überhaupt nicht im geringsten ein Aufruf zum Mord. Es wurde drumherum schwadroniert. Natürlich immer die rechtspopulistischen Kräfte wurden wieder blamiert, die sich jetzt so aufgeregt haben. Aber man sieht eben, es gibt da einen bestimmten Freiraum von Böhmermann. Für mich ist er ja so eine Art Blockwart der richtigen Gesinnung heutzutage, ja. Wo jemand einfach alles machen kann mit diesem Augenzwinkern, mit dieser Pseudo-Enthüllungsmasche, die ein Publikum hat, was sich eben nicht wirklich informiert, was Böhmermann selber als Quelle nimmt. Und das gilt ja auch für andere Formate. Aber die Aufregung darüber, also Mordaufruf gegen andere Menschen, ja, die ist wieder komplett ausgeblieben. Ja. Wohingegen irgendwie ein Getränk namens Lumumba, weiß noch, an Weihnachten jetzt wieder als rassistisch diffamiert worden ist, oder der arme Jim Knopf jetzt auf dem neuen Cover. Wenn das Michael Ende wissen würde, der würde sich im Grab umdrehen. Was dann ja, eben. Eben. Und das sind solche Lächerlichkeiten, aber das zeigt eben die ganze Schieflage. Aber nochmal, die Sache mit den Nazis ist einfach die geile Geschichte, die haben wir in Deutschland wirklich exklusiv. Ja. Da können wir immer wieder Leute mobilisieren, was in Frankreich, Italien, Spanien niemals funktioniert natürlich. Ja. Die Nazi-Nummer ist der deutsche Unique Selling Point, ein Stellungsmerkmal. Das nimmt uns keiner. Ja. Und deswegen wird so um diese Vorherrschaft über den Nazi-Stammtisch gerungen. Was uns in eine blöde Situation bringt, Sie natürlich auch, Herr Friedrich, ist, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, Selbstverständlichkeiten zu sagen. Und das bin ich eigentlich leid. Ich möchte was uns nicht Selbstverständliches von mir geben. Man muss den Leuten jetzt wieder anfangen zu erklären, man darf auch Mörder nicht ermorden. Jeder Mensch hat einen Anspruch auf ein faires Verfahren und auf die Unschuldsvermutung, die übrigens in diesem Land inzwischen aufgehoben ist. Man darf der Mörder nicht ermorden, Diebe nicht berauben und Prostituierte nicht vergewaltigen. Aber Leuten gegenüber wie Böhmermann muss man diese Selbstverständlichkeiten wiederholen, was uns in eine saublöde Situation bringt. Weil niemand ist dafür, Mörder frei laufen zu lassen. Aber auch ein Mörder hat einen Anspruch auf ein faires Verfahren. Und Leute umbringen geht nicht. Ich bin eigentlich Gegenverbote. Und ich finde so, die Freiräume müssen erweitert und nicht eingeschränkt werden. Aber es gibt natürlich Grenzen. Es gibt Grenzen und diese Gesellschaft hat schon oft Halt geschrien. Bei Salman Rushdie zum Beispiel, bei den Mohammed-Karikaturen von, wie hieß unser Karikaturist? Nicht Westergaard. Doch. Westergaard, ja, Kurt genau. Westergaard. Nicht? Bei Kurt Westergaard hat sogar die Süddeutsche Zeitung geschrieben, aber das waren doch schlechte Karikaturen. Als ob man schlechte Karikaturen zum Anlass für einen Mordversuch nehmen könnte. Also, die Satire ist keine Entschuldigung für alles. Und dieser Satz von Tucholsky, Satire darf alles, er stimmt einfach nicht. Oder er war zu seiner Zeit an andere Bedingungen gebunden. Aber nichts darf alles. Und in diesem Falle ist es eine so klare Grenzüberschreitung, zum Mord aufzurufen, dass ich mich überhaupt wundere, dass darüber geredet wird. Und nochmal, was jetzt die Hysterie angeht. Ich fürchte, Sie haben vollkommen recht. Dieser ganze während den Anfängen-Bewegung, die 80 Jahre zu spät stattfindet, nicht? Während den Anfängen. Ich würde sagen, eine Großmutter mit 85 und 6 Enkeln fängt an, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie Empfängnisverhütung betreiben könnte. Nicht? Ohne den Gedanken zu haben, dass es ein bisschen zu spät ist. Es funktioniert, das ist das Irreste. Über die Landwirte redet keiner mehr, nicht wahr? Ist es Ihnen aufgefallen, dass die Klimakatastrophe zurzeit offenbar aussetzt? Nicht? Ja, ich glaube nicht, das ist so wichtig. Ne? Ist irgendwie vorbei, zufällig hat sich Ursula Neubauer, Neumüller, Neuhans. Ja, weil der Faschismus ja viel näher vor der Tür steht. Ganz genau. Ja. Das genau. Klima ist nicht mehr die große Bedrohung, es ist jetzt der Faschismus. Mhm. Und das ist wunderbar. Das ist natürlich endloses Wasser auf die Mühlen der Hampelkoalition. Es ist, glaube ich, noch nie ein Schwindel dermaßen perfekt inszeniert worden. Ich meine, ich nehme jetzt die Jahre 33 bis 39 raus.
Aber in normalen demokratischen Umständen ist ein Schwindel noch nie so perfekt inszeniert und indoktriniert worden wie dieser hier. Und wir haben auch eine ganz neue Konstellation. Jetzt lobt die Regierung ihr Volk. Also Herr Steinmeier und auch die anderen sagen, brav, geht schön auf die Straße. Jetzt hat ja auch die Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen die Lehrer und Schüler, SchülerInnen wahrscheinlich auch noch, alle Herkünfte aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Das war früher andersrum. Da hat die Ministerin gesagt, bleibt in der Schule und lernt was. Heute ergehen die Aufrufe und ich warte irgendwie eigentlich auch noch drauf, dass wir einen Tag uns aussuchen, wo wir alle die Regenbogenfahne aus dem Fenster hängen müssen. Und wer es nicht tut, der zeigt es dann nicht. Der macht sich verdächtig. Überhaupt, ich gehe ja jeden Tag zu Edeka und setze dort ein Zeichen für den Einkauf. Und ich fühle mich aber nicht motiviert, weil ich ein Demokrat bin, jetzt auf die Straße zu gehen und ein Schild hochzuhalten für die Demokratie. Es war noch nie billiger, Widerstand zu zeigen. Genau. So viel, viel Resistance zum Nulltarif hat es noch nie. Gratismut. Ja. Allein der Spruch, nie wieder ist jetzt, er bezog sich übrigens nebenbei gesagt auf das kleine Massaker der Hamas an den Einwohnern des Sinai, der Negev-Wüste. Da war der Satz eigentlich richtig, nie wieder heißt jetzt, aber darauf bezieht er sich überhaupt nicht. Und es ist gar keine Rede mehr. Übrigens bei den ganzen Demos, wo es gegen ging, habe ich kein einziges Transparent gesehen gegen Antisemitismus. Ja, derweil sitzt jemand zu Hause, der brutal zusammengeschlagen worden ist. Herr Shapira an der Uni, an der FU in Berlin. Gestern gab es ein Foto in der Welt, schwer verletzt worden, Gesichtsbrüche. Dauerhaft. Während die Debatte dann nur noch darüber läuft, kann man den Täter namens Mustafa F., keine Ahnung, kann man den von der Uni relegieren oder nicht? Offenbar kann man ihn im Augenblick noch nicht relegieren, weil Rot-Grün das entsprechende Ordnungsrecht an der Uni vor einigen Jahren abgeschafft hat. Also, und da gibt es keine große Empörung. Ja, genau, weil wäre es natürlich ein Nazi gewesen, wäre es jetzt natürlich in jedem ARD-Brennpunkt-Thema gewesen. Aber da die Grünen oder die Linken natürlich ein bisschen ein Problem haben wegen ihrem Palästina-Vergangenheit, kann man das jetzt natürlich nicht so kommunizieren, wie man das möchte oder verwenden. Deswegen wird es erstmal unter den Teppich gekehrt. Da bin ich ganz bei. Und ich finde es auch eine Riesenschweinerei, was da passiert. Das letzte Mal, als wir staatlich organisierte Demonstrationen gesehen haben auf deutschem Boden, war eigentlich in der DDR, oder? Da gab es ja auch dann die Stasi-Schmierereien kurz vor der Wende, um nochmal gegen rechts zu mobilisieren. Sehen wir gerade auch so ein Schmierentheater generell und diese Massenpsychose und dieses sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, Lichterketten, müssten wir nicht Lichterketten und Demonstrationen haben bei Punkten wie Demokratiefördergesetz beziehungsweise bei diesem Wahrheitsministerium, was in Brüssel jetzt installiert wurde in Form vom Digital Services Act, dass in Zukunft nicht nur rechtswidrige, sondern auch ähnlich schädliche Informationen einfach getilgt werden können. Gefährliche oder? Wir haben das vielleicht wird unser Gespräch sogar jetzt zensiert, weil Sie ja kritisch gegenüber der Frau Faeser sind oder so. Also unser Gespräch ist, und darauf bestehe ich, es ist staatswohlgefährdend. Sie dürfen doch den Staat nicht verhöhnen. Sie müssen jeden Abend vorm Schlafengehen beten und sagen, ich liebe diesen Staat, ich liebe diese Regierung. Und Robert Habeck ist der beste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Bruder, bleiben Sie bei uns. Nein, ich bleibe da. Ich habe nur was geholt, was ich noch zeigen wollte. Nein, wer ist der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz? Hagerland? Genau, Haberland. Haldenwang, ja, alle gleich. Bei mir ist das so, ich kann mir Namen eigentlich gut merken, aber mit Namen von Leuten, die bei uns sympathisch sind, tue ich mir schwer. Das ist eine bio-vegetative Reaktion in mir. Aber Faeser kann man immer im Kopf haben, oder? Ja, wegen Faeser. Das ist meine Brücke. Herr Haldenwang hat ja schon gesagt, es geht nicht um Delikte, es geht nicht um strafbewährtes Verhalten, es geht um staatswohlgefährdende, potenziell gefährliche Aktionen oder auch, ich denke, es sind nicht nur Aktionen, es sind Gedanken. Und das ist neu in der Geschichte des Rechtsstaates. Übrigens, den Staat zu verhöhnen, ist eine demokratische Tugend. Das hier ist mein Lieblingsbuch. Das habe ich gerade geholt. Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat von Henry David Thoreau. Ja. Und 1848 geschrieben, in dem Jahr, als die Paulskirche hier gescheitert ist. Jedes Kabarett,
Jeder Auftritt von Harald Schmidt, meinetwegen auch jeder Auftritt von Herrn Barth. Es sind alles staatsgefährdende Unternehmungen, weil sie über den Staat lustig machen. Sie über den Staat lustig zu machen, ist allererster Bürgerpflicht. Und im Übrigen, was heißt über den Staat verhöhnen? Man verhöhnt doch den Staat nicht, wenn man sagt, bestimmtes gehört abgeschafft, verändert, verbessert, nachgearbeitet. Das neueste Motto ist, wenn man sagt, der Parteienstaat muss abgeschafft werden, ist das schon staatsgefährdend. Nein, es ist nicht staatsgefährdend. Das heißt nur, dass die Parteien sich den Staat unter den Nagel gerissen haben und dass dieser Form der Parteienwirtschaft eigentlich abgeschafft gehört. Ja. Ich finde es einfach skandalös, dass es keine freie Wahl im Bundestag gibt, dass es keine im Grundgesetz garantierte freie Gewissensentscheidung im Grundgesetz gibt, dass es Fraktionszwang gibt, dass Leute gegen ihre eigene Überzeugung abstimmen und dann wird das als großartiges Ereignis gefeiert bei Abtreibung oder Homosexualität oder ähnlichen problematischen Geschichten, wenn der Fraktionszwang aufgehoben wird. Der Fraktionszwang dürfe gar nicht erst gelten. Ja. Also Leute, die solche Ansichten verbreiten, werfen mir vor, dass ich staatsgefährdend bin. Ich kann nur sagen, hoffentlich, hoffentlich. Dann hätte ich mein fortgeschrittenes Alter wirklich zu etwas gebracht. Und es gibt noch eine andere Formulierung, die ich fantastisch finde. Die müsste strafbewehrt sein. Auf dieser Formulierung allein müsste es 5 Jahre unter erschwerten Haftbedingungen geben. Die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Auch kein Straftatbestand. Eine Fiktion, eine Vision unserer wunderbaren Innenministerin, Frau Faeser, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Sie kann es nicht unter Strafe stellen, weil es in keinem Strafgesetz steht, aber sie kann ein verfassungsschutzrelevantes Verhalten nah an ein strafbares Verhalten heranrücken und vermutlich viele Leute dazu bringen oder davor abstrecken, kritisch zu sein. Weil das ist dann halt eine Frage der Definition. Das ist doch genau das, was alle Linken immer gemacht haben. Die Delegitimierung des Staates. Natürlich. Genau. Also der kapitalistische Staatsapparat muss abgeschafft werden, statt dafür eben ein Rettesystem installiert. Und das Irre ist ja, dass wir ja selber daran arbeiten. Es gibt seit kurzem, ich finde das so saukomisch, also Deutschland ist wirklich ein Paradies für Komiker. Ja, ich finde das so saukomisch. Es gibt inzwischen Bürgerräte. Es gibt einen Bundesbürgerrat, der auf irgendeine Weise installiert wurde und hat neulich einen Beschluss gefasst zu Fragen der guten Ernährung. Dazu brauchen wir einen Bundesbürgerrat, also ein Quasi-Parlament, das keine Vollmachten hat, auch keine Wirkungsmöglichkeit. Es ist reiner Showcase. Es ist wie die Volkskammer der DDR, so ungefähr, neben dem Bundestag, der ja immerhin noch gewählt wird. Wahrscheinlich sind gute Ernährung und Staatswohl irgendwie zusammen. Genau. Wahrscheinlich. Es geht immer mehr Richtung Sozialismus, Richtung Planwirtschaft. Es wird halt doch immer irrer, leider. Und böse Zungen behaupten ja, der Verfassungsschutz ist ja eher ein Regierungsschutz. Ja, ist ja. Also das ist keine staatsschutzgefährdende Öl. Herr Altenwagen hat ja auch häufiger irgendwie schon auch Aufrufe gestartet, also auf die Straße zu gehen auch oder gegen die AfD zu mobilisieren. Das ist eben auch eine ganz merkwürdige Entwicklung, dass eigentlich neutrale... Aber jetzt sind wir ja alle eher linksliberal, kommen eher aus dem linken Milieu. Und trotzdem stößt uns das so auf, dass wir hier anscheinend eine Fahne brechen müssen für die AfD. Also weil uns das als überzeugte Demokraten aufstößt, dass jetzt auf einmal hier das ganze Narrativ so weit nach links ist, dass es ja schon fast wieder rechts ist. Ne? Also uns stört es ja alle. Also eigentlich könnte man ja sagen, als alter Linker, ach so super, dass wir jetzt uns so entwickeln. Aber wir sehen, dass es destruktiv ist, dass es negativ ist, dass es ein Todestrieb ist der Gesellschaft, weil die Meinungsfreiheit und auch unser Intellekt beleidigt wird. Das ist mein Gefühl. Ich fühle mich beleidigt. Es geht gar nicht um die AfD oder im konkreten Fall vielleicht schon. Es geht um das Einhalten von Regeln. Exakt. Und eine wichtige Regel, die hier permanent gebrochen wird, ist die Unschuldsvermutung. Jemand, der noch nicht rechtskräftig verurteilt wurde, gilt so lange als unschuldig, bis er verurteilt wurde. Ich kenne den Anwalt Alan Dershowitz in Amerika, ein bekannter Strafverteidiger auch. Der hat mir vor Jahren erzählt, dass er unglaublich gerne, wie ist der Terrorist von der... Meinst du Horst Mahler? Nein, den mit den langen Haaren. Bin Laden. Alan Dershowitz hat mir erzählt, er hätte wahnsinnig gerne Bin Laden verteidigt, am Ende die Todesstrafe gefordert, obwohl er ein Entschiedener gegen die Todesstrafe ist. Und seine Aufgabe als Verteidiger wäre es gewesen, darauf zu achten, dass die Regularien eines fairen Prozesses eingehalten werden. Und darum geht es. Man kann nicht, ich meine, wir hören doch ständig
Ein Generalverdacht, nicht wahr? Wenn ein Angehöriger der muslimischen Community jemanden ersticht, ist das Erste, was wir hören, kein Generalverdacht. Natürlich kein Generalverdacht. Ich habe keinen. Trotzdem möchte ich wissen, aus welchem Milieu kommt der Täter. Aber hier wird ein Generalverdacht lässig, locker, wohlgemut, fröhlich ausgesprochen. Alles Nazis. Okay, dann ist die AfD eine Nazi-Partei. Was machen wir mit den Wählern? Kommen die alle in eine Umerziehungsanstalt? Müssen sie ihre Deportation, Herr Bruder, Deportation ist das Stichwort. Deportation, ja. Die werden deportiert. Die werden deportiert, wo nach Mecklenburg-Vorpommern, ja? Wahrscheinlich, ja. Nee, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Und mir geht's, und Reinhard vermutlich genauso, also Sie sagten, wir waren mal Linke, ich bin's immer noch. Wirklich. Ich halte viele Linke. Aber ich kann mich mit den Linken nicht mehr identifizieren, weil die sind in der Zwischenzeit. Mit den heutigen Linken, Nazis. Ja. Das sind Nazis. Ja. Die sind so intolerant. Das sind die fordern immer Toleranz, aber es sind die intolerantesten, die ich überhaupt kenne. Ein Beispiel zum Beispiel. Schlimmer als jede Kirche. Ja, genau. Also ein Freund von mir ist aus dem linken Milieu Berlin, Prenzlauer Berg, Hausbesetzer-Szene, früher Punkband und immer gegen den Staat gewesen. Er war immer gegen den Staat, er war immer gegen große Konzerne, er war immer misstrauisch gegenüber Politikern und Polizei. Und dann durch die Corona-Krise wurde er irgendwie Gehirn gewaschen. Auf einmal hat er alles gemacht, was der Staat gesagt hat, hat sich 26 Mal impfen lassen, weil er den Big Pharmas doch geglaubt hat, den Konzernen, ne? Und war Denunziant, hat jedem angeschrien, der beim Rewe in Kreuzberg nicht die Maske richtig auf hatte, war so ein richtiger Blockwart. Also wirklich 180 Grad, da habe ich auch gesagt, also sag mal, Samuel, was ist mit dir passiert? Du bist für mich in der Zwischenzeit eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich immer warst. Ne? Du bist für den Staat, du bist für die Politik, du bist für die großen Konzerne und du bist ein Denunziant geworden. Und der kam auf keinen Geburtstag mehr und also immer Angst, voller Angst gewesen. Und eigentlich ein linker Nazi, muss man sagen. Und das hat mir wirklich Sorge gemacht. Und das ist eigentlich auch der perfekte Übergang zu Ihrem Buch, nämlich: Es gibt ein schönes Zitat von William Shakespeare, und der hatte mich mal gesagt, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Und ich habe so das Gefühl, also es ist wirklich, also ihr Buch, ich kann das nur noch mal sagen, Sie haben es ja mit viel Humor und Liebe geschrieben, was hier gerade in Deutschland abläuft, aber ich glaube, Sie wurden leider von der Realität überholt, und zwar links überholt. Wir wurden total überholt. Es war in kürzester Zeit. Ja. Aber wir sind schon gewöhnt. So, alle Bücher, die wir geschrieben haben, sind in kurzer Zeit überholt gewesen. 2006 erschien von mir Hurra, wir kapitulieren, über die Anfänge des Appeasement gegenüber dem Islam. Und ich weiß, wie ich damals getrasht worden bin. Und alles, was in dem Buch steht, ist verglichen mit dem, was heute passiert, vollkommen harmlos. Übrigens, da wir gerade von Zitaten reden, mein Lieblingszitat ist von Oskar Panizza, einem bayerischen Irrenarzt, der selber Irrer war, und hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt: Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Ja. In dem Sinne erleben wir gerade einen Ausbruch der unheimlichen Vernunft. Ja. Aber dann passt ja, dass heute das Gesetz über die Freigabe, Legalisierung von Cannabis durch den Bundestag, ich denke mal, gegangen ist. Und dann kann man sich sozusagen die ganze Lage wieder ein bisschen schön rauchen. Anders nicht erträglich, Herr Mohr. Und ich habe extra im Duden nachgeschaut, weil Ihr Buch heißt ja Durchs irre Germanistan, und irre heißt ja eigentlich Psychose. Dann kommen wir wieder zur Massenpsychose, die Psychologie der Masse. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dahingehend die Frage: haben wir eine Psychose und bräuchten wir eigentlich eine Therapie? Müssten wir auf die Bank beim Psychiater? Ja, und zwar das ganze Volk, aber so eine breite Bank. Außer wir drei. Wir drei nicht. Außer und wir schauen drei. Nicht. Naja, muss ja auch ein paar Ärzte geben, ne? Wir machen die Therapiestunde hier für alle Zuschauer. Legt euch hin. Na gut, wir nehmen noch Thilo Sarrazin vielleicht mit und Dirk Blume und noch ein paar andere Leute. Gerne. Ja, aber genau das. Übrigens, Gustave Le Bon mit seiner Psychologie der Massen. Es gibt noch ein anderes Buch, das genauso wichtig ist, von Wilhelm Reich: Massenpsychologie des Faschismus, wo er genau erklärt, was für eine libidinöse Kraft der Faschismus entwickelt hat. Und wir bräuchten, ich glaube, es ist zu spät, um eine Therapie durchzuführen. Das ist... Ja, ich glaube das wirklich. Auf irgendeine seltsame Weise sind die Deutschen unheilbar gesund. Und ich weiß, dass ich jetzt wahnsinnig pauschaliere und generalisiere, aber ich mache es trotzdem. Die Permanenz des Nationalsozialismus,
ist unglaublich. In keinem Land, auch nicht in dem Land, wo Überlebende leben, also Amerika oder Israel, haben sie eine solche Bindung an das Dritte Reich. Hier wird alles und immer an das Dritte Reich angekoppelt. Und meine, entschuldigen Sie, das ist die zweite Spekulation an diesem Tag, meine Spekulation ist, dass ein großer Teil der Deutschen, auch der Jüngeren, dass man deren Ängste und der Bereitschaft zu hysterieren dadurch erklären kann, dass Deutschland nach dem Krieg zwar bestraft, aber nicht schwer genug bestraft wurde. Der Morgentauplan ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, der wird heute von den Grünen durchgesetzt oder sie versuchen ihn durchzusetzen. Die Entindustrialisierung Deutschlands. Und alles, was den Deutschen nach dem Krieg angetan wurde, war eigentlich harmlos mit dem, was die Deutschen den anderen Völkern in Europa angetan haben. Mit der Berlin-Blockade, ich glaube, die war 48, war praktisch die Strafzeit vorbei. Und ich bin fest davon überzeugt, Strafe hat auch eine heilsame Wirkung. Und Strafe muss auch in Verbindung stehen, zeitlich und inhaltlich, mit der Tat, mit dem Verbrechen. Ich glaube, dass es bei vielen Deutschen eine Erwartungshaltung gibt, dass jetzt die Strafe eintritt. Das kann das Waldsterben sein, das kann der Atomkrieg sein, das kann der Klimauntergang sein. Irgendeine Strafe muss noch eintreten. Der Allmächtige muss es doch auf uns abgesehen haben. Wissen Sie, ein Volk, das 1% der Population weltweit darstellt und 2% weltweit die CO2-Emissionen herstellt, und dieses Volk, das glaubt, es kann das Klima beeinflussen, das muss irre sein. Ich habe ja nichts gegen Umweltschutz, ganz im Gegenteil, wirklich. Ich bin sehr dafür. Und ich weiß, wie schön es ist, durch eine Landschaft zu gehen, die nicht versaut wurde, zum Beispiel nicht durch Windräder versaut wurde. Ja. Aber diese Katastrophenangst, diese Erwartungshaltung, dass jetzt irgendeine Art, total spekulativ, ich weiß es, aber es muss doch irgendwo herkommen, dass die Franzosen nicht so narrisch drauf sind, nicht mal unsere österreichischen Verwandten von den anderen Völkern Europa zu reden. Aber bei uns gibt es diese Strafe, die über uns schwebt und irgendwann eintreten muss. Der Allmächtige hat es auf uns abgesehen, wirklich. Ja. Und deswegen ist die große Angst jetzt, dass der Faschismus wiederkommt. Das ist oder, so, oder der Russe, oder der Russe. Oder der Russe, ja. Wobei, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, am liebsten der Chinese, schon wegen der Küche. Mit einer chinesischen Besatzung könnte ich mich schon leichter abfinden. Ja. Wirklich, es ist vollkommen irrational. Und es ist absolut, also der Gipfel des Wahnsinns in den letzten Tagen war eine Ansprache des Bundespräsidenten, wo er sich bei den Demonstranten bedankte. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, wofür er sich bedankte. Aber ich hatte das Gefühl, es war mein Herzensbedürfnis. Ja. Bei den Leuten, die jetzt für die richtige Sache demonstrieren, zu bedanken. Mit anderen Worten, wir stellen eine Volkseinheit wieder her. Wir sind alle geeint. War das nochmal das Wort, über das ich mich bewundert habe? Du hast es Zusammenland? Oder wie? Zusammenland, ja. Zusammenland. Also ich meine, es ist nicht nur Gewalt an der deutschen Sprache. Allein das müsste bestraft werden. Wobei, das waren Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben mit Medienunternehmen, die jetzt in Kampagne starten. Und ich finde es schon sprachlich furchtbar, dieses Wort, das ist Kiezdeutsch, wie gehe ich Aldi oder so, mache ich Messer, Zusammenland. Schwick deine Mutter. Und ja, genau. Nazi-Wichser. Es ist halt infantil. Ja. Wir werden halt immer infantil. Wieder Doppelwumms. Genau, wieder Doppelwumms. Und was hatte noch? Gab es so zwei, drei so infantile Aus? Bazooka, super. Bazooka, genau. Das war sehr schön. Die Bazooka-Rakete kommt. Und auch toll. Wachstumschancengesetz oder sowas. Ja. Selbstbestimmungsgesetz natürlich, dass wir jetzt einmal pro Jahr das Geschlecht ändern können. Ich stehe schon in den Startlöchern, wirklich. Ja. Ich bin schon dabei. Also, wenn Sie sehen könnten, was ich unten rum bin. Also, ich bin. Muss man nur oben rum ein bisschen rasieren. Aber wenn Sie meinen Freund an Binden und Tampons sehen könnten, wären Sie überrascht. Ja. Aber ich wollte nur kurz sagen, dass man so umstandslos von Klimaangst auf Nazi-Angst umschalten kann, Wahnsinn. Wie auch Frau Neubauer ja bewiesen hat. Sie merken jetzt, aha, jetzt geht der Trend wieder Richtung Nazi. Heuchler. Ja, machen wir eine kleine Klimakteriumspause. Es zeigt ja auch schon, dass es immer um Ängste geht oder sogar um Angstlust. Man hat irgendwie, es ist eine geile Geschichte. Ja, man geilt sich auf. Und das nächste ist dann jetzt wahrscheinlich die Russenangst. Ne? Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann geht die Rotation weiter. Dann kommt vielleicht Chinese oder der Islam oder irgendwas anderes. Die Windräder. Ja, also es ist eine saubere Sorge getrieben nach der anderen. Aber wenn ich darauf hinweisen darf, das kommt daher, dass durch unsere überbordende Korrektheit uns die Feinde davongelaufen sind. Wir haben keine Feinde mehr. Die klassischen Feinde, die Landesverräter,
die Wehrkraftzersetzer, die Juden, die Asphaltliteraten, die Homosexuellen, die sind nicht mehr da, das sind keine Feinde mehr. Also muss der Feind neu inszeniert werden. Ja, und dann hat der Tag auch Struktur, wenn man weiß, wer der Feind ist. Aber ich glaube eher, wir sind wohlstandsverwahrlost, Herr Broder. Ich glaube, uns geht es so gut. Wir sind saturiert und dann wird einem halt irgendwie langweilig. Dann muss man halt über die dritte Toilettentür reden oder über 76 Geschlechter oder halt über wir retten das Klima. Das sind diese Hybris, die ja zeigt, dass wir die Ideologie über Vernunft stellen. Und das wird uns natürlich auf die Füße fallen. Und für mich ist in den letzten Jahren eine Beleidigung an meinen Intellekt. Und Sie sind ja noch viel gescheiter, würde der Schwabe sagen, wie ich. Ich meine, Sie müssten ja jeden Tag wahrscheinlich sich dreimal umdrehen und fragen, wo sind wir hier eigentlich gelandet? In was für einem Irrenhaus? Ja, aber das Irre ist, dass diese Bedrohungen immer eine gewisse Abstraktionsstufe erreichen müssen. Ja, also nicht die Maus unterm Bett, sondern der Weltuntergang in Form von Klima oder der Faschismus. Wenn man auf die Straße geht, ich sage es nochmal zu Edeka oder Revi, sieht man vom Faschismus erstmal gar nichts, nur die verschiedenen Joghurtsorten. Und das ist immer auch mein Tipp, auch von Henrik, wenn es wieder mal ganz schlecht geht, zu sagen, geh einfach mal raus zu normalen Leuten, geh mal ins Grüne und rede mit normalen Menschen. Da merkt man sofort. Oder mit Bäumen. Oder mit Bäumen, kann man auch umarmen, wenn man will. Ja. Genau. Aber wenn sie ja bald wieder grün. Also. Es ist so eine Wolke, die dann über dem Land schwebt. Ja, aber brauchen wir nicht wieder die normalen Leute, die sollten anstatt der Klimakleber, sollten nicht wir, die normalen oder auch andere normale Menschen, raus auf die Straße gehen für Normalität und Rationalität? Ja, aber normale Menschen gehen eben allein spazieren oder mit ihrer Freundin oder mit Kumpels ein Trinken, aber nicht auf die Straße. Ich bin bunt, wobei ich das schrecklich finde, bunt. Ja, das ist eine Kindersprache auch wieder. Ja. Der Bund ist Faber-Castell, dieser berühmte Markkasten. Ja, ja. Und in Wirklichkeit ist ja Bund heute in vielen Fällen einfältig und einfarbig. Vielfalt durch Einfalt. Vielfalt durch Einfalt. Das hat sogar Loriot-Qualität eigentlich. Ja, ja. Und ich würde mich so freuen, wenn heute Loriot noch leben würde. Genauso wie Harald Schmidt, der zwar lebt, aber nicht mehr wirklich auftritt. Und viele andere, die heute sehr fehlen. Ja, deswegen, Volker Pispers fehlt ganz stark. Volker Pispers, also hier auch mal ein Aufruf an Harald Schmidt, an Volker Pispers. Wir brauchen euch. Bitte kommt zurück. Weil ich meine, die jetzige Hampel-Regierung, die liefert ja Stoff für 100 Jahre. Also ja, man könnte ja wirklich ganze Lexikas schreiben. Ja, aber es bleibt uns, es wird uns der Stoff nicht ausgehen, weil ich, um ernst zu sein oder ernst zu werden, von einem am meisten geschockt bin. Allein dieses Wort Zusammenland. Es hat sich in Deutschland immer noch die Ansicht nicht durchgesetzt, dass Demokratie Streit bedeutet. Ja. Diese ganzen Reden und Überredungsversuche, wenn der Kanzler sagt Zusammenhalt oder wir müssen uns unterhaken, nichts wäre mir peinlicher und mehr zuwider, als mich mit Leuten zu unterhaken, die ich nicht kenne, die ich vielleicht gar nicht kennen will. Ich gehe auch nicht in die Sauna und mache keine Geschichten, die mich zu nah an Leute heranbringen. Kein Zwingerclub. Nein, nein. Doch, ich war schon mal da für den Spiegel, habe zwei Geschichten drüber geschrieben. Das war mein Alibi, ja. Okay, sagt Ihre Freundin. Demokratie ist Streit, Demokratie ist Krawall. In der Demokratie muss es auch mal so rauchen wie in einer Werkstatt, wo aufgeräumt wird. Ja. Die Demokratie ist im deutschen Verständnis, das hat mir mein dänischer Freund gesagt, das ist wie ein Benetton-Laden. Da liegen die Pullover sauber in Regalen, eingeteilt nach Farben und Größen. Das ist keine Demokratie, das ist eine Boutique. In der Demokratie ist der Streit ein unverzichtbares Element, wahrscheinlich der Kerngehalt einer Demokratie. Und hier gibt es eine gewisse Demokratieallergie, zum Beispiel wenn es zu viel wird. Sie hören ständig Nachrichten, es kam wieder zu Streit über. Ja, mein Gott, worüber denn sonst? Was sollen die denn sonst machen, außer sich streiten? Ja. Streit ist hier negativ besetzt in Deutschland. Und das ist die wichtigste. Leider. Und eine vollkommen die elementarste, was man elementar überhaupt noch steigern kann, Eigenschaft der Demokratie. Streit und Krawall. Aber man sieht doch schon in den Medien, den großen öffentlich-rechtlichen Medien, dass da Streit nur in einem gewissen Tunnel stattfindet, in einem gewissen Ausmaß. Und ich stelle immer fest, es gibt ja fast niemanden mehr in der ARD oder im ZDF, den man irgendwie als liberal-konservativ bezeichnen könnte. Ganz, ganz selten mal taucht jemand in den Tagesthemen auf, der einen Kommentar spricht, von dem man überrascht ist. Alles andere ist irgendwie unisono, mehr oder weniger irgendwie diffus, linksliberal, grün. Aber auch regierungsamtlich. So, ja, auch so halbgrün. Und die sind gar nicht wirklich, das sind ja keine Linken, die jetzt irgendwie die Faust ballen. Das sind ja angepasste Mitläufer, Opportunisten, die wissen. Salonsozialisten.
Ja. Salonsozialisten. Ja, genau. Und die genau wissen, was die richtigen Worte sind. Und so schrecklich dieses Attentat von vor 4 Jahren in Hanau war, für mich bleibt es ein Amoklauf. Nicht umsonst hat er später seine Mutter und sich selber umgebracht. Das war von morgens bis abends eine einzige Arie unisono der Klage, in der oft genug weggelassen wurde, sogar dass die Mutter umgebracht wurde vom Sohn und er sich selbst getötet hat. So schlimm das war, auch mit rassistischen Motiven, dieser Mann war ein Psychopath. Und das kam überhaupt nicht ein einziges Mal mehr vor. Deswegen, die Medien wirken eben mit an dieser komischen neuen Volksgemeinschaft, ja, wo alle das Richtige denken sollen. Es gibt hier und da einzelne Stimmen, aber im Prinzip vom Morgenmagazin bis zum Tagesthemen ist es irgendwie eine Soße. Genau, und dann wundern Sie sich, dass die Menschen abschalten oder nicht mehr die Magazine oder ja. Tageszeitungen kaufen, weil es ist kein objektiver Journalismus mehr, es ist eher politischer Aktivismus teilweise. Man möchte die Bürger erziehen, man muss ihnen vorhalten, wie du dich zu ernähren hast, was du zu tragen hast, was darfst du einkaufen. Welchen Waschlappen du zum Waschen nimmst. Genau, ja. Fahr weniger Auto. Was du fühlen sollst am besten. Genau, also genau, wenn man, also auch jetzt mit Jim Knopf, also ich habe meinen Kindern Jim Knopf vorgelesen und kein einziges Kind hat jemals da irgendwas Rassistisches draus gesehen, sondern es gibt halt unterschiedliche Kinder. Das sieht es ja jeden Tag auch im Kindergarten oder in der Schule. Jeder ist anders. Der eine ist groß, der andere klein, der eine dick, der andere dünn. Der eine hat eine Sonnenbrille auf, die aussieht wie eine Skibrille, ja. Und also trotzdem war das nie irgendwie negativ behaftet. Das war halt ein Teil dieses Buches. Und allein, dass wir jetzt alles so politisch korrekt machen, ist vielleicht auch ein Zeichen für unseren Untergang. Das ist diese sogenannte spätrömische Dekadenz. In den USA heißt es ja nicht umsonst go woke, go broke, ne? Und dieser woke meinen Sie, dass wir das so woke sind, das ist auch ein Teil, ist, oder es korreliert vielleicht mit unserem Abstieg, dass wir jetzt diesen Niedergang sehen von Deutschland, so wie am Ende des Römischen Reiches, so wie es Westerwelle auch gesagt hat, dass wir die spätrömische Dekadenz gerade live erleben und deswegen auch jetzt Wohlstand abgeben müssen und ja, wahrscheinlich pleite gehen, wenn es so weitergeht, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch? Also meine These wäre ja, dass uns der Optimismus völlig abhandengekommen ist, sowohl der Linken als auch den Nicht-Linken. Deswegen klammert man sich an diese Kleinigkeiten, an diese lächerlichen Winzigkeiten und glaubt damit, was erreichen zu können. Also uns fehlt komplett, wie ich es auch zu meiner Jugend kenne und später auch noch, die Idee, es ist vieles schlecht, es ist gefährlich, es ist so, kann es nicht bleiben, aber es wird besser, wir können was tun. Und heute aber, haben wir nur noch die Katastrophen vor uns. Genau, aber können wir, haben ja auch eine völlig visionsfreie Politik und Regierung, müssen wir ja mal ganz offen sagen, die sind ja auch nur am vor sich hin vegetieren. Und Herr Olaf Scholz ist das Gesicht dieser völligen... Aber das Spannende ist, dass die Regierung nicht nur in großen Projekten verrennt. Frau Baerbock hat noch vor 2 Tagen gesagt, im Nahen Osten muss es die Zwei-Staaten-Lösung geben. Also erstmal gibt es schon die Zwei-Staaten-Lösung. Der eine Staat heißt Gaza und der andere ist Westbank. Also mehr Unterschiede könnte es gar nicht geben. Also da weiß Deutschland ganz genau Bescheid. Die kriegen den Görlitzer Park nicht befriedet, aber sie wollen ein Rezept vorlegen für die Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Und dieser Wahnsinn herrscht überall. Ich kann mich noch erinnern, als Frau Merkel versprach im Jahre 2020, werde es 1 Million Elektroautos auf den Straßen geben. Man hat es vollkommen vergessen. Jetzt bricht gerade der Verkauf der Elektroautos zusammen, weil die Prämien nicht mehr gelten. Ja. Weil jemand, der sich ein Auto für 50.000 kauft, braucht unbedingt meine 6.000 Steuereuro, um sich das Auto leisten zu können. So. Und die ganzen Vorhersagen gehen jetzt den Bach runter. Und das ist eigentlich eine Bagatelle in der Gesamtwirtschaft. Aber es zeigt einfach, wissen Sie, die Gültigkeit dieses alten jüdischen Witzes. Wissen Sie, wie man Gott zum Lachen bringt? Nein, man macht einen Plan. So. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Und wir haben ja längst eine Planwirtschaft hier. Ja. Ich sehe zum Beispiel, bei Aldi gibt es streckenweise leere Regale, weil sie irgendwie mit der Nachbestellung nicht nachkommen. Und diese Art zu denken ist ein reiner Selbstmord. Und jetzt, und der Selbstmord ist aber kostspielig. Das ist nicht, dass sich jemand aus dem Fenster stürzt. Ich meine, Mercedes, nicht? Wahrscheinlich die größte opportunistische Autobahnstelle der Republik. Mercedes hat jetzt seine Elektropläne teilweise aufgegeben. Das ist ganz frisch. Die wollten, glaube ich, 30 oder 35 nur noch Elektroautos bauen. Jetzt bricht der Absatz ein und sie beschließen jetzt, die Verbrennerproduktion noch ein bisschen weiterzuführen. Derselbe Wahnsinn, Sie erwähnten es vorhin, war die Abschaltung der 3 Kernkraftwerke. Ja. Hier gilt die urdeutsche Regel, die das Land schon ein paar Mal ins Unglück gestürzt hat. Wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Ich finde das gar nicht.
Man kann A sagen und sich später überlegen und nicht B sagen, sondern gleich mit F weitermachen. Genau, man kann sich anpassen an die Situation. Ja, 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 aber nein. A, wer A sagt, muss auch B sagen. Aber dieser Dogmatismus, Herr Brode, den sehen wir ja vor allem in dieser Hampel-Regierung, weil man Ideologie nochmals über Vernunft stellt. Man hat sich vorgenommen, wir wollen aus der Atomenergie aussteigen und dann machen wir das. Und obwohl wir jetzt eigentlich die Geisterfahrer auf der Energieautobahn sind und uns ja an alle Lichter entgegenkommen, denken wir immer noch in einer gewissen Hybris und Arroganz, die sind auf der falschen Seite, nicht wir. Wir sind auf der falschen Seite, weil wir wollen nämlich das Klima retten. Wir haben ein moralisch überhöhtes Ziel, deswegen müssen die uns alle folgen. Also das ist schon ziemlich absurd. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch sehr gut den aktuellen Status quo in Deutschland beschrieben und wir haben das jetzt auch, denke ich mal, gut gemeinsam eruiert. Aber jetzt möchten wir doch auch zum Abschluss den Zuschauern vielleicht was Positives mitgeben, weil unsere Regierung ja unfähig ist, Visionen zu haben und was Positives in Ausblick zu geben, außer irgendwelche infantile Sprache. Also was können wir denn erwarten? Was können wir denn Positives dem Zuschauer mitgeben? Also wo sehen Sie die Stärken Deutschlands? Oder was glauben Sie, was kommt nach der Hampel-Regierung? Vielleicht Hampel-Regierung Nummer 2, ich weiß es nicht. Na gut, Sie meinen praktisch schwarz-grün. Ja, ja, zum Beispiel. Ich glaube, Karl Valentin hat gesagt, dass es sehr schwer ist, Vorhersagen zu treffen. Ja? Ja. Deswegen, ich staune auch immer, wissen Sie, dass alles, was an der Börse passiert, wird mir sehr genau erklärt, einen Tag, nachdem es passiert ist. Ich warte darauf, dass die Experten mir einen Tag vorher sagen, was am nächsten Tag passieren wird. Nein, aber das Expertentum ist Deutschland, ist rein retrospektiv. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du es. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass man mit dem Allerschlimmsten rechnen muss. Aber Was heißt, ganz kurz, da möchte ich kurz reinkrätschen, Herr Mohr, eine Sekunde. Was meinen Sie mit dem Allerschlimmsten? Was wäre das Allerschlimmste? Ich denke, wenn es schief geht, erleben wir gerade die Vorstufe zu irgendeinem autoritären Regime. Keine Diktatur, keine Militärdiktatur. Es wird keine KZs geben. Da muss ich meine linken Freunde furchtbar enttäuschen. Niemand wird eingeliefert. Aber die Entwicklung läuft auf eine uniformierte Gesellschaft. Und das gab es schon mal. Man weiß es nicht, unter Ludwig Erhard. Ich glaube, in den 60er Jahren war wirklich die Rede von einer informierten, ich muss das nochmal nachgucken. Okay. Formierte Gesellschaft. Formierte Gesellschaft, genau. Entschuldigung, genau. Ja. Die formierte Gesellschaft. Man hat es dann sein lassen im Zeichen des Wohlstandes, aber wir laufen auf eine formierte Gesellschaft zu, wo bereits die Kontrolle auf der Stufe der Gedanken stattfinden wird. Ein falsches Wort und man ist raus oder man ist drinnen, je nachdem, wie man das definiert. Es wird sozusagen das geben, fürchte ich, im schlimmsten Falle, was Günter Grass einmal über die DDR gesagt hat. Was hat er gesagt? Eine gemütliche Diktatur? Eine Kommode. Eine kommode Diktatur. Das klingt nicht gut. Ein leicht abweichendes Votum. Der Erfolg unseres Buches. Wir marschieren in den nächsten Wochen auf 40.000 verkaufte Exemplare zu. Und das wird wahrscheinlich weitergehen. Auch die Reaktionen, die wir privat bekommen, die wir über die Ecke bekommen, deutet darauf hin, dass wir drei nicht alleine sind, sondern viele zigtausend, ich vermute stark hunderttausende, vielleicht sogar mehr, ähnlich denken. Und auch viele sagen, da beschreiben sie genau das, was wir auch sehen. Insofern finde ich, es gibt immer wieder auch Hoffnungsschimmer, dass die Realität, die auch jetzt dafür sorgt, dass die Ampel hart aufschlägt an die Wand, an verschiedene Wände, eine Wende hervorbringen kann. Ich bin auch kein Prophet, aber das ist für mich immer die Hoffnung. Der Realitätsschock hat immer auch eine heilsame Wirkung, gilt ja auch für andere Fälle. Und insofern bin ich optimistischer als Hennig, dass es nicht so ausgehen muss, wie er es gerade geschildert hat. Nein, es muss nicht, aber es gibt so einen Selbstlauf. Wenn etwas nach unten fällt, es fällt nicht beschleunigt nach unten, aber es kann kaum noch aufgehalten werden. Und wir haben inzwischen eine Kultur, die uns klar machen will, wenn Sie einen Apfel aus der Hand fallen lassen, fällt er nicht nach unten, er steigt nach oben. Die ganze Gender-Debatte zum Beispiel geht nach diesem Prinzip. Für mich ist 2 und 2 immer noch 4. Aber wenn eine junge Wissenschaftlerin sanktioniert wird, weil sie gesagt hat, es gibt nur 2 Geschlechter, dann sind wir am Ende einer freiheitlichen Geschichte angekommen. Und vielleicht noch etwas, meine Wertschätzung für die Deutschen oder für Deutschland ist seit einiger Zeit erheblich gestiegen, weil ich wirklich nur positive Reaktionen bekomme. Mein Pessimismus bezieht sich nicht auf das dumme Volk, das viel klüger ist als die Leute, die es für dumm halten. Mein Pessimismus bezieht sich auf das Regierungshandeln und auf die Irreversibilität bestimmter Prozesse. Man hat bei der Migration nicht Acht gegeben,
Man steht jetzt hilflos vor dem Phänomen da. Man hat bei der Wirtschaft nicht aufgegeben, Acht gegeben und Milliarden verpulvert in völlig absurde Projekte, ja, in Radwege in Peru und eine progressive männliche Sexualität in Ruanda. Das haben wir alles finanziert. Und wir haben uns auf einer Riesenprogramm von Unsinnigkeiten eingelassen, in dem Glauben, das sei fortschrittlich. Und ich sehe, dass viele Leute das durchschauen, vielleicht sogar die meisten. Ich bin bei Ihnen, Herr Bruder. Ich glaube wirklich, dass wir mehr sind, als wir denken. Ja, ich habe noch nie ein so positives deutschen Bild gehabt. Ja, ich auch nicht. Aber es ist kein Deutschlandbild, es ist ein deutschen Bild. Exakt. Und ich glaube, wir sind tatsächlich die Mehrheit. Ich meine, es hat ja auch damals die Abstimmung in Berlin gezeigt, als man ja versucht hat, dieses Klimavotum da durchzubringen. Das war ja die Hauptstadt der Woken und der Linken. Ja. Mit Millionen Aufwand hat Luisa Neubauer nicht geschafft, eine Mehrheit zu erreichen. Das hat mich bullisch gestimmt. Ich glaube, wir haben den Zenit der Idiotie und des Woken auch jetzt überschritten. Auch, dass Ihr Buch 40.000 Mal verkauft wurde. Oder auch, also ich habe ja auch ein neues Buch geschrieben, auch, muss ich Ihnen beide noch zuschicken. Ebenfalls dritte Auflage, seit 4 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Da geht es sogar schon um eine Revolution oder um eine Evolution, kann man so oder so sehen. Ja. Also die Menschen wachen auf und sie glauben auch nicht bei diesem Schmierentheater. Wir haben es ja gesehen, bei Aiwanger ging es nach hinten los. Total. So wie es aussieht, wohl auch bei der Kampagne jetzt gegen Rechts- und Rechtsextremismus, gegen die AfD. Und die Leute lassen sich nicht mehr an der Nase herumführen, weil sie merken, die Politik, die maskiert sich selber und lügt die ganze Zeit eigentlich. Und kann aber nichts. Sie kann nichts, ja. Genauso die Umfragen, ja, 44% würden jetzt auch noch Maske tragen. Ich sehe keinen einzigen da draußen, weder auf der Stadt noch in der Stadt. Also ganz selten sehe ich mal einen, der vielleicht eine Maske trägt, ne, aber entweder halt aus purer Angst, weil er immer noch in der Massenpsychose ist oder verwirrt ist oder halt, weil er halt Angst hat oder Chinese ist oder Japaner ist, der halt hier im Urlaub. Ich war neulich in der Charité zu einer Untersuchung und die hatten da alle Masken an. Ich habe mich nicht gewundert, nicht? Das war normal. Vielleicht war ja Fasching. Vielleicht war gerade Karneval noch. Ja, ne? Weiß ich auch nicht. Wissen Sie, mein deutschen Bild hat sich wesentlich in den Positiven gewandelt, seit ich vor kurzem, vor ein paar Wochen, auf dem Potsdamer Platz von den Polizisten angehalten wurde. Und das Erste, was ich dachte, war, wieder Einbahnstraße herumgefahren. Nein, verkehrt herum. Nein, das war es nicht. Ging auf mich zu. Ich schraubte das Seitenfenster runter und er sagte, Herr Broder, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Der hat unser Video gesehen. Deswegen, es war 700.000. Ein Polizist. Also, der gute Polizist. Also ein Bulle, nicht wahr? Ein Polizist. Ja. Seitdem ein Ehrenmann. Seitdem sehe ich viele Dinge etwas positiver, aber ich bin begrenzt hoffnungsvoll. Ich auch, und das möchte ich auch den Zuschauern mitgeben. Ich meine, überlegen Sie mal, Herr Bruder. Das erste Gespräch, das wir hatten, 500.000 Menschen, als ich in Berlin war. Jetzt 700.000 Menschen. Und dieses Gespräch wird 1 Million hoffentlich erreichen. Deswegen kräftig teilen, unbedingt verbreiten. Und Ihr Buch wird sich verdoppeln. Wir werden eine 80.000 Auflage haben, wenn nicht bald sogar 6-stellig. Das heißt, die Leute werden immer mehr, weil sie merken, da sitzen 3 vernünftige Menschen, die meinen Intellekt nicht beleidigen, sondern mich zum Nachdenken anregen und zum Kritischsein anregen. Und deswegen ist es auch so wichtig, Brücken zu bauen, dass auch unterschiedliche Generationen, auch unterschiedliche Denkschulen zusammenkommen und den Finger in die Wunde legen. Auch wenn es jetzt Verhöhnung des Staates vielleicht ist, das Risiko gehen wir ein. Aber wir bewegen uns ja immer im Rahmen des Grundgesetzes und es sollte eigentlich noch gut sein. Ne? Es sollte noch sicher sein. Ja. Niemand von uns hat das Grundgesetz hier in Frage gestellt. Nie. Nee, die Regierung vielleicht ein bisschen. Ne? Die Regierung am meisten, ja. Ja. Wenn ich lese, wie die Schuldenbremse meins Grundgesetz reingeschrieben wird, dann wird sie wieder temporär wieder rausgeschrieben, dann wieder reingeschrieben. So geht man nicht mit der Verfassung um. Nein. Das ist keine Eiscreme, die man auftauen und dann wieder zutauen kann. Das geht nicht. Das stimmt, da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich fand es großartig. Ich glaube, wir haben jetzt einen riesengroßen Rundumschlag gemacht. Es war super kurzweilig. Ich wollte nur 30 Minuten mit Ihnen eigentlich reden. Jetzt sind wir, glaube ich, schon über eine Stunde dabei. Gibt es noch was wir vergessen haben oder wir wiederholen das wieder? Ist gar kein Problem. Aber liebe Zuschauer, ich finde, es war ein Fest, es war ein Feuerwerk. Ich bin dankbar, dass ich an den weisen Worten der beiden Herren teilhaben durfte. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. Und bitte verbreitet dieses Video, weil was wir machen, ist eigentlich eine Graswurzelrevolution zum Nachdenken und zum Kritischsein. Und vor allem sind wir Freunde des offenen Diskurses, weil eine pluralistische Gesellschaft, eine funktionierende Demokratie muss auch unterschiedliche Meinungen aushalten können. Und das ist in den letzten Jahren leider unter die Räder gekommen. Wir brauchen wieder objektiven Journalismus, wir brauchen wieder klar denkende Menschen und vor allem brauchen wir wieder eine funktionierende Regierung. Und ja, da sind wir gerade momentan weit weg davon. Deswegen gerne Abo da lassen und teilen und schaut euch unbedingt das Buch an.
an Durchs Irre Germanistan unten verlinkt. Sehr lesenswert. Also wie gesagt, leider teilweise schon überholt. Sie müssten vielleicht ein Update schreiben, weil es noch verrückter geworden ist. Aber das zeigt auch, mit was für einer Geschwindigkeit die Sachen sich ja momentan entwickeln. Und wer es möchte, kann auch gerne mein bescheidenes Büchlein bestellen. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit Ihnen wieder ein Gespräch zu führen. Herzlichen Dank, Herr Broder. Herzlichen Dank, Herr Mohr. Dürfen Sie überhaupt noch so heißen? Das ist eine ganz andere Frage, Herr Mohr. Also darf man noch so heißen heutzutage? Ja, ja, ich werde häufiger gefragt. Also wollen Sie umbenennen? Nein, ich bleibe so, das ist sicher. Ja. Aber es ist auch so absurd. Wir haben hier ein Mohrenbräu zum Beispiel oder einen Gasthof zum Mohr. Also die Diskussionen sind sowas von hirnrissig, wo ich denke, Leute, seit 200 Jahren heißt der Gasthof so, da ist nichts Negatives dran. Keiner läuft vorbei und denkt irgendwie, ja, die bösen, farbigen Menschen. Oder so. Ja, genau. Also es ist... In Augsburg wurde eines der ältesten Hotels des ganzen Landes. Hotel zum Mohren, Steigenberger. Hotel zum Mohren wurde umbenannt. Das heißt jetzt, glaube ich, Alexanders oder Wilhelminas oder irgend so ein Quatsch. Ja, ich meine, das ist lächerlich, aber diese Minigruppen haben doch schon eine gewisse Power, um sich durchzusetzen. Ganz, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber die künstliche Intelligenz von Google, die heißt Gemini, und die ist jetzt Weißrassismus. Also die macht praktisch einen umgekehrten Rassismus. Wenn Sie da fragen, schick mir ein Bild von einem Papst, kommen nur Farbige, beziehungsweise zeig uns ein, kein Spaß, hat gestern Elon Musk sogar retweetet, zeig uns bitte einen Wehrmachtssoldaten der NSDAP, dann kommen irgendwie Chinesen und Farbige. Aber das Beste waren die Wikinger. Die Wikinger sind ja, also sind ja Norweger, Schweden, also irgendwie Skandinavier. Ja. Die sind ja wirklich, würde ich jetzt mal sagen, weiß. Und da gab es dann nur Farbige. Und das zeigt mal die Absurdität, dass man praktisch sogar sich schämt, in der Zwischenzeit weiß zu sein und dass man so unterwürfig ist wegen irgendwelchen Geschichten. Es ist absurd. Wir haben jetzt Rassismus gegen Weiße, so wie in Südafrika. Ja, Sie müssen jetzt noch eine halbe Minute online bleiben. Ja, gerne. Ich bleibe auch gerne zwei Minuten, wenn Sie jetzt auch so können, Herr Mohr, ich werde philosophieren. Liebe Zuschauer, ihr seht schon, es ist wie immer witzig mit den beiden Herren. Also nochmal unten das Buch unbedingt von den beiden mal anschauen und reinlesen. Herr Mohr, was wollten Sie sagen? Oder Herr Weiß? Ich nenne Sie nur noch Herr Weiß. Wie war das nochmal mit Wikingern? Wie war das nochmal mit Wikingern, Friedrich? So. Ja, aber Sie sind weiß, das geht nicht. Sie müssten jetzt braun oder gelb sein. Oder aber, hören Sie, nobody is perfect. Aber Blackface geht ja auch nicht. Nein, also in Österreich war ich während Fasching und da dürfen die Kinder sich noch als Cowboys und Indianer verkleiden. In Deutschland geht das nicht mehr. Das ist schon eine Aneignung. Also, es gibt auch kein Mohr im Hemd mehr in Österreich. Wir waren gerade in Wien. Und das heißt, Sie laufen immer nackt rum, Herr Mohr. Aber mit dem gehe ich gleich zu Edeka und schaue, wie die Leute reagieren. Lassen Sie es auf jeden Fall auf, wird keiner merken. Also ich finde es großartig. Die Herren, es war ein Fest, es war ein Feuerwerk. Ich freue mich sehr und ich kann nur allen Zuschauern sagen, kräftig teilen, bitte. Wegen Menschen wie Herrn Mohr und oder Herrn Weiß und Herrn Broder ist die Welt da draußen noch erträglich und besser, als wir immer glauben. Das schöpft Hoffnung, das macht Hoffnung. Bleiben Sie bitte beide uns erhalten, bleiben Sie kritisch und legen Sie immer den Finger in die Wunde. Bleiben Sie vor allem gesund. Herzlichst. Schöne Grüße an alle und bis hoffentlich bald. Vielen Dank. Danke auch. Wir danken.